Mein Name ist Lars Pichot, ich bin der Geschäftsführer der Haller Arbeiterwohlfahrt und ich bin hier verantwortlich für die Geschäfte. Die AWO Schwäbisch Hall ist ein Wohlfahrtsverband und momentan mit ca. 270 MitarbeiterInnen im ganzen Landkreis Schwäbisch Hall aktiv, mit dem Schwerpunkt Jugendhilfe. Ich persönlich für meinen Teil bin eigentlich den ganzen Tag entweder am Telefonieren oder am E-Mail schreiben oder am direkte Gespräche führen. Also Kommunikation ist das A und O. Telefon und Internet ist ganz arg wichtig. Und als ich damals dann die Leitung übernommen habe, haben wir eine alte Telefonanlage gehabt, die war sehr begrenzt. Also ich habe dann oft mein Handy rausgenommen und wenn ich einen Kooperationspartner anrufen wollte, musste ich in meinem Handy nach der Telefonnummer suchen oder habe nur aus Outlook in Kontakt gezogen und habe es dann immer händisch abgetippt. Das war ein Ärgernis. Deswegen war eins der ersten Schritte, dass wir gesagt haben, Digitalisierung muss auch beim Telefon so Schritt sein. Und deswegen haben wir uns damals schlau gemacht, was es gibt und haben uns dann für eine neue Telefonanlage entschieden, die tatsächlich das Arbeitsleben massiv verändert hat. Das kann man gar nicht anders sagen. Mein Name ist Maurice Link. Ich arbeite hier bei der AWO in Schwäbisch Hall als EDV-Mitarbeiter und betreue hier die Hardware. Die Telefonanlage kommt bei uns zum Einsatz einmal für die interne Telefonie, also unter Kollegen, aber auch viel für den externen Betrieb. Und bei uns sind ganz viele Mitarbeiter im Homeoffice und da wird auch ganz stark die Telefonanlage dann von außerhalb genutzt. Ich würde sagen, die Wichtigkeit einer tauglichen Telefonanlage ist sehr hoch, weil wir ganz viel Klientenkontakt haben und ganz arg vieles über Telefon läuft. Gerade jetzt in der Zeit von Corona waren ja keine Live-Treffen möglich. Und da war das natürlich für uns extrem wichtig und auch sehr hilfreich, dass wir die Umstellung vorher noch gemacht haben. Also die neue Telefonanlage ist halt nicht nur neu, sondern auch digital, was hier ein Quantensprung war. Man kann jetzt ohne, wie ich es vorher schon beschrieben habe, ohne dass man sich jetzt irgendwo einen Zettel rauszieht und die Nummer abtippt, kann man per Shortcuts sich die Telefonkontakte ziehen, man kann auf seinen Outlook zurückgreifen, man kann Telefonkonferenzen machen, das sind lauter so Dinge, die gab es vorher nicht. Oder haben wir ganz heiße Sachen gemacht in der Vergangenheit, so Hörer nebeneinander gelegt oder solche Dinge, die sind heute ja zum Glück vorbei. Also was wirklich eine tolle Sache war, wir hatten eine Mitarbeiterin, die war über mehrere Wochen in Argentinien, die hat quasi ihre Schwäbisch Haller Telefonnummer mitgenommen und wir haben das gar nicht gemerkt, außer dass es, wenn es bei uns hell war, war es da dunkel. Also die konnte ihre Geschäfte die paar Wochen von Argentinien auch gut managen und das wäre vorher so nicht möglich gewesen. Und das Homeoffice war auch bei uns vor Corona schon ein Thema. Also wir sind hier, weil wir so stark gewachsen sind in den letzten Jahren, haben wir das Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice schon vorher gehabt. Und wir hatten vor der Telefonanlage einzelne Kolleginnen, die hatten extra Telefonanschluss fürs Geschäft. Das war damit natürlich auch passé. Und das waren schon große Gründe für uns zu sagen, wir wollen die Mitarbeiter und wir müssen die Mitarbeiter unterstützen, auch von zu Hause aus gut telefonieren zu können. Und haben uns deshalb entschieden auf eine Voice-over-IP-Anlage. TL Mobile hat uns bei dem Wechsel sehr gut beraten. Die haben ein tolles Konzept ausgearbeitet und haben uns dann auch sehr gut bei der Umsetzung unterstützt. Das lief alles reibungslos innerhalb kürzester Zeit. Wir haben uns für die L-Mobile entschieden, weil die L-Mobile das schlüssigste Angebot gemacht hat. Der Preis war auch kein schlechter, wobei ich ehrlicherweise sage, das war gar nicht so ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend war das Serviceversprechen und die Kompetenz, die der Mitarbeiter ausgestrahlt hat. Das war einfach das, wo wir gesagt haben, okay, so stellen wir uns vor. Es war eine gute Beratung und er hat auch nicht zu viel versprochen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du möchtest L-Mobile gerne live erleben? Dann melde dich unter lmobile.com/Veranstaltungen zu einem unserer zahlreichen Online-Events an. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann bleibst du immer auf dem Laufenden rund um Digitalisierung und Industrie 4.0.